Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Minecraft and Friends mit Schneckball. Hallihallo. Mensch, deine Pyramide nimmt hier Gestalt an, ne? Ja, also ich finde, es wirkt auch, wird langsam ein bisschen wohnlich. Ja, auf jeden Fall. Wir könnten hier noch ein bisschen Teppich reinhauen eigentlich, oder? Ja, da muss man gucken, welche Farbe willst du denn da haben? Sollte ja schon dann irgendwie da so... Ich finde, der orangene Teppich zum Beispiel, der ist so grell, weißt? Der ist so neon-orange irgendwie. Stimmt. Vielleicht braun? So ein bisschen was... Wie macht man denn braune Farbe? Weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also gedeckte Farben habe ich tatsächlich nur... Also ich hätte dunkelgrau und orange. Das könnte man miteinander höchstens... Wie macht man denn braune Farbe? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Oder hast du gelb? Vielleicht? Gelb habe ich auch. Ja, pass mal auf. Ich bringe jetzt einfach mal gelb mit und ich bringe orange mit und ich bringe grau mit. Und nee, das sieht ja alles aus hier. Nee, das geht alles mal gar nicht. Also ich nehme die drei Farben mal mit und dann kannst du schauen. Ich habe noch gerade eine Idee. Das passt so schön von der... mal hier reingeschmissen. Bist du jemand, der so bei sich zu Hause auch gerne so dekoriert und so Zeug macht? Ja. Also wenn ich könnte, würde ich hier auch Glitzer reinmachen. Aber ich stehe ja total auf Glitzer, muss ich sagen. Das haben sie hier noch nicht eingeführt in Minecraft. Ja, da müsste so. Man ein Mädchen-Texturen-Paket machen, glaube ja, ich. Da könnte man bestimmt einiges machen, so mit Schimmer und Glitzer und so. So. Und mit Bling Bling. Ach ja, das ist schön mit den Glowstones hier so. Ja, ne? Ja, das ist ganz cool. Auf jeden Fall. Hast du... Ich hab den Teppich in die Kiste, ja. Also die orangefarbene Wolle ist bei mir relativ dezent, muss ich sagen. Oh, gelb, ja, okay, gelb ist fast giftgrün. Okay. Das ist das Einzige bei Minecraft, so, wo man so immer denkt, so, ich sehe nicht, was du siehst. Ja, das ist... Ja, aber das macht ja nichts. Also das ist ja wurscht, wenn das Orange bei dir dezent ist. Ich fand das immer so ein bisschen kräftig. Aber ich bin ja sowieso meins am Bearbeiten, sodass mir das dann in den Krempel passt, weißt? Ja. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich das mache, so ein bisschen. Ja, aber wenigstens die Farben manchmal einfach ein bisschen umstellen oder so, das reicht ja dann schon, ne? Kann ich da? Ah, da geht's wieder wegen der Leiter nicht, blöd. Ah, du kannst doch einen ganzen Block, nimmst du Blöcke, dann ist das doch egal. Ach stimmt, zumindest da, wo es nicht geht, weißt ne? Du, das ist eine gute Idee. So Block reinsetzen, ja. Obwohl, das passt nicht, kacke, das passt nicht mit dem Orange an der Wand zusammen. Ja, das ist bei mir viel heller, die Wolle. Weißt du, also viel heller. Du könntest natürlich auch Lehm nehmen, theoretisch. Würde ja auch gehen. Ach, den hast du auch mitgebracht, ne? Dann probieren wir mal Lehm. Weil das könnte man ja auch machen. Dann passt es ja auf alle Fälle. Also, ja. Also von der Textur, ich weiß nicht, wie es bei dir dann aussieht, aber bei mir wird es von der Textur auch durchaus, könnte das ein Teppich sein. Ich mache das jetzt einfach mal nur mal hier drumrum. Ja, eben, also das ist... Ja. So, jetzt könnte man, ja. Ach, das würde ich fast schon so lassen eigentlich. Ja, das ist auf alle Fälle passt, ja, denke ich auch. Ja, das ist gut. Lassen wir das so. Was könnte man hier sonst noch reinmachen? Jetzt geben wir gerade so ein bisschen Grünzeugs wäre eigentlich ganz schön. Ja, ich wollte gerade sagen, Grünzeug bräuchtest du vielleicht noch, ne? Ein paar Pflanzen oder Blumen oder ja, Zeuggedöns. Hier so in die Ecken irgendwie rein. Ja, also warte, ich guck mal. Ich habe doch so eine ganze Grünzeug-Gedönskiste. So Bücherregale? Nee, aber können wir bauen. Holz haben wir ja und Bücher kann ich machen. Warte, ich baue Bücher erstmal und also da ist so eine Grünzeugkiste, da ist so eine Mohnblume drauf, da könntest du reingucken, da habe ich ein bisschen was Zeug, ist auf alle Fälle da. Guck ich mal rein. Blume, da. Zack.
Sehr schön. Was man für Rezepte mittlerweile so im Kopf hat, das ist echt, das geht auf keinem Schiff klar. Ja. Ja, ich bin ja mal gespannt. Heute starten ja auch unsere Aufnahmen für das Varo Mini. Das Mini-Varo, ja, genau. Mhm. Und gut, da sind natürlich auch so. Ich habe mir trotzdem, obwohl ich die Rezepte eigentlich weiß, habe ich mir extra nochmal Screenshots davon gemacht. Ah, okay, ja. Damit ich im Notfall, weil ich sicherlich total aufgeregt sein werde, dann nochmal nachgucken kann. Und dann packe ich mir die auf meinen zweiten Monitor, weil du darfst das Spiel ja auch nicht abbrechen. Ja. Eieiei, ja. Ja. Orange Tulpen. Ja, da bin ich mal ganz gespannt. Ja, ich habe das mitgekriegt. Ich habe auch das Video gesehen, wo dann die Teilnehmer bekannt gegeben worden sind. Das habe ich auch gesehen. Ja, und wir hatten gestern nun unsere große Besprechung. Ah, okay. Aber die Teams waren da in dem Video noch gar nicht. Ihr werdet ja Teams machen, auch Zweierteams vermute ich mal. Ne? Ja, das war gestern, die Auslosung. Ah, okay. Das startete um 6, ist ein bisschen ausgeartet und ging dann bis 8:30. Es war etwas chaotisch, muss ich sagen, aber ja, die Teams haben sich jetzt gefunden. Ich habe nicht das Glück. Die Bücherregale rein, ne? Ah, supi. Ich hatte leider nicht das Glück, dass ich mit einem von unseren Leuten, sage ich mal, in ein Team gekommen bin. Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass du da jemanden erwischt hast, der auf alle Fälle sehr nett ist, weißt du? Ja, also ich kenne ihn noch nicht, aber er klingt ganz nett. Schauen wir ja, mal. Ja, dann passt's, ja. Ich meine, so neue Leute kennenlernen ist ja auch immer schön. Ja, auf jeden Fall. Okay, das sieht kacke aus. Hast du, da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, jetzt habe ich das auch so abgerissen, ich Idiot. Ich habe mir 4 orangene Tulpen noch mitgenommen. Ja, Blumentöpfchen? Ja. Ja, hole ich dir. Das ist super. Also Ziegel habe ich auf alle Fälle genug, also. Dann nehme ich hier schon mal die Bücherregale. Ach schön, das wird, hier werde ich mich wohlfühlen, glaube ich. So, wo packen wir die jetzt mal hin? Ziegel, irgendwo habe ich eine Kiste gehabt, da habe ich da. Blumentöpfchen. So. Ach ja, das wird aber bestimmt schön, das Varo-Projekt, denke ich. Macht bestimmt Spaß dann. Also wenn man so das PvP gerne mag, weiß, das ist bestimmt richtig nett. Ja, wir haben ja auch schon ein bisschen trainiert, der Marder und ich. Ah, okay. Auf dem Village-Server haben wir uns ein kleines Varo-Trainingscamp eingerichtet. Ach, sehr cool. Ganz witzig. Das ist ja schön. Ich habe dir Blumentöpfchen da reingetan. Ja, supi, schon perfekt. So, guck mal, ich habe schon Bücherregale angebracht. Leider reichen sie nicht, ich war etwas... Ach so, ja, ich mache noch welche. Also 2 Stück. Leder und 2 Stück noch, ja, kann ich dabei, ich baue noch welche. Ach, total toll. Total toll, dann machen wir hier in die Ecken nämlich noch schön Blümpötte. Ich bin ja auch froh, dass ich mittlerweile so die Rezepte, wenigstens die groben, weiß, dass die im Kopf sind. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, weißt du, wenn du so gar nichts weißt, wie baue ich denn eine Treppe? Wie baue ich denn ein Bett? Ach Gott, weißt du, das ist ja echt anstrengend. Und das ist halt richtig viel halt auch auf einmal, was du dir merken musst, ja, ne? Also ja, wenn du frisch anfängst, da bist du irgendwie, also ich glaube, wenn du dann niemanden hast, der dir so ein bisschen hilft, dann stehst du schon da. Ja. Also das ist einfach so, ich bin da sehr, sehr froh, weißt, dass ich euch da so hatte und ihr mir dann da helfen konntet und gesagt habt, hier, pass auf, so und so und so und so. Das ist echt, ja Gott sei Dank, ne? Sonst hätte ich schon da gestanden. Ich frage mich gerade, kann man eigentlich auf Werkbänke Teppich machen? Ah, Teppich, das weiß ich nicht. Ich probiere das mal eben aus. Mit. Wie sieht das denn aus? Das ist ja interessant. Hm? Was ist denn mit diesem Texturenpack? Also ich habe gerade gelben Teppich gemacht und der sieht bei mir im Inventar wirklich giftgrün aus und jetzt habe ich es auf die Werkbänke gelegt. Jetzt ist es irgendwie anders. Also so... Ja, gelb. Also bei mir sieht es halt gelb aus. Sieht schön aus. Passt zu der, passt zur Beleuchtung. Ja. Lassen wir das jetzt einfach mal. Interessant. Ja, gut. Oh. Die Leseecke. Ja, schön. Ja, das finde ich auch cool. Okay, das geht nicht. Gut.
Ja, schön. Blümchen in der Ecke, ich würde fast sagen, das kann man so lassen, oder? Ja, da fehlt noch ein Blümchen in deinem Blumentopf, oder sehe ich das nur nicht? Das siehst du nur nicht, glaube ich. Okay, ich sehe da keins. Bei mir sieht's aus wie ein verwaister Blumentopf. Hier sehe ich die Tulpen in den anderen Ecken. Na, das ist ja merkwürdig. Warte, wir können den ja nochmal neu setzen. So, Blume rein. Jetzt? Nö, sehe ich gut, nicht. Mach nichts. Ist nicht so schlimm. Das ist die geheime Schneckball-Powerblume. Genau. Da hackt sich jemand rein hier in unsere Aufnahme. Ja, aber wirklich wahr. Der Marder. Ach. Ja, schön. Ja, aber ist schön. Also gefällt mir echt ganz gut. Sehr cool. Wie sieht es denn jetzt von außen aus? Das muss ich mir nochmal anschauen. Wir können ja, warte, ich husch mal mit drauf. Also ich sag das jetzt schon mal, bevor ich das vergesse. Du bist natürlich jederzeit, also da du jetzt ja, mit Sand wollten wir auffüllen, da du jetzt ja eh auf der Whitelist bist, jederzeit eingeladen, wenn du siehst, dass hier irgendjemand rumturnt oder so, ne? Ich meine, so wie der Marder das jetzt ja auch gemacht hat, ne? Ja. Tu dir keinen Zwang an. Fühl dich wohl hier. Ja, gerne. Und schnei rein, wie du Lust und Laune hast. Das freut mich auf jeden Fall. Also das ist eine tolle Idee gewesen, das Ding hier unter die Ranken zu setzen. Das gefällt mir wie sauer. Ich guck mal von Weitem nochmal, wie es aussieht. Ach doch, das kommt schon ganz geil, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Schön. Richtig cool. Ja. Ja, bisschen drumherum noch mit Sand aufgefüllt und dann passt das. Ja, sehr cool. Das gefällt mir. Ja, siehst du. Ich habe jetzt auch Man kann so viel coole Sachen machen. Es ist echt unglaublich. Kann mir ja fix nochmal eben, warte, ich hole mir nochmal eben Sand. Ich habe jetzt gar keinen Sand mehr. Dann machen wir das eben ganz schnell nochmal. Ja, ich hab ja immer Probleme hier, diese Leitern runterzukommen, ne? Ich weiß nicht, wieso. Ja, tröste dich, ich auch. Ich denke dann immer, ich bin zu blöd, das nachzufinden. Und nein, das sollte keine perverse Anspielung sein. Ich bin da einfach echt zu doof. Ich auch. Das klappt einfach nicht, ey. Manchmal habe ich Glück und dann andere Male hänge ich da gefühlt 5 Minuten. Ja. Bin schon sauer, weil ich nicht hier runterkomme. Ja, das Problem kenne ich. Aber wo steht da noch ein Creeper rum? Ich glaube es ja wohl echt. Ernsthaft? Es ist hell. Hallo, es ist Tag. Ja. So, dann müssen wir hier jetzt nochmal eben die Decke reinziehen, damit der Sand auch hält. Sehr cool, ja. Sehr schön. Ach so, soll das hier auch weg? Doch, der muss auch noch weg. So, da muss dann noch ein... So, warte. Genau. Zack. Ja. Ja. Das ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Ach, unten fehlt die Tür noch, ne? Ach, stimmt. Die Tür muss noch rein, genau. Tür, genau. Aber unten, ja, Werkbank und Zeug. Das ist ja alles unten. Kann man ja eine craften. Genau. Ja. Ich weiß dann... Oh, ich hab's geschafft beim ersten Mal. Willst du dir hier dann auch noch eine Tür reinmachen von deinem Lager aus? Ja, da werde ich auf alle Fälle eine Tür reinsetzen. Ja, ja, ja. So ein kleiner Geheimgang hier. Ja, cool. Genau. Kleiner Gang, der wird noch ausgeleuchtet und hübsch gemacht dann. Genau. Cool, cool. So. Das Fenster, die bunten Fenster sehen bei mir im Pack auch sehr geil aus. Sagen, die sind so. Ja, gemustert kann man das auch nicht nennen. So mosaikmäßig, so Rauten sind das. Ah, okay. Das ist irgendwie, also sieht cool aus, auch in der Farbe. Allerdings. Ja, bei mir sind das ja so Vollglas-Dinger, ne? Also das sind ja so wie so eine Glaswand ist das ja bei mir. Was allerdings in meinem Texture-Pack nicht passt, das Bild vor Hiros Tür ist nicht groß genug. Ah, ja, das ist natürlich, da haben Hiro und ich, weil wir ja dasselbe Pack nehmen, weißt, ist das nicht so das große Problem gewesen, da passt. Ach, jetzt habe ich mich schon verlaufen, da geht's gar nicht lang. Da geht's zu Beverly. Machen wir mal wieder, zack, schnell zu. Hier geht's lang. So, jetzt gehe ich nochmal einmal rein, noch einmal begutachten unser Werk. Das ist sehr schön geworden. Ich finde, das ist sehr cool. Ja, auch mit der Tür. Supi. Ja, passt die Tür bei dir denn optisch auch dazu? Weil hier passt es halt, weil die hell ist. Ja, doch, das passt auf jeden Fall. Sieht supi aus.
Ja, sehr schön. Ja, Mensch, dann komm. Ja, super, dass du da gewesen bist. Das hat mich echt gefreut, dass das jetzt auch so in deinem Urlaub noch geklappt hat, ne? Ja. Sehr cool. Ich habe mich kurz ausgezogen für die Verabschiedung, damit man mich nochmal richtig sieht. So, komm. Ich habe mich mal ausgezogen für die Verabschiedung. Macht man sich nicht ausziehen bei der Begrüßung? Ja, egal. Komm noch mal neben mich, dann machen wir noch mal hier ein schönes... ein Screenshot sozusagen. Ein schönes Bildchen. Warte mal, kann man hier vors Bücherregal? So. F1. Ja, ach so. Nett, ja. Zack, Bildchen. Ja, jetzt habe ich das natürlich. Ich habe der Screenshot-Knopf ist mit mir gleich beim Dings, mein Mikrofon muted. Oh. Das ist jetzt in der Aufnahme. Das macht nichts, weil das kennen die Leute bei mir eh schon. Ich bin so verplant. Oh Mann. Ja, schön. Ich danke dir wirklich sehr, dass du da gewesen bist. Ja. Und ja, würde mich freuen, wenn du Bock hast, hier dann nochmal reinzuschneiden und so. Und ansonsten hören wir uns ja sowieso. Genau, mache ich auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.